Begrüßen Sie mit mir gemeinsam den Vorstandsvorsitzenden der Bayer AG, Dr. Marijn Dekkers. Guten Morgen, liebe Gäste. Ein wunderbarer Tag heute, das Wetter kooperiert. Ganz herzlich willkommen zu unserem Tag der offenen Tür. Ich freue mich sehr, schon so viele Nachbarn und Mitarbeiter mit ihren Familien begrüßen zu können. Ich möchte auch das Männerchor herzlich bedanken für die wunderbare Veranstaltung. Ich möchte auch ganz besonders begrüßen diese Gäste, die uns in offizieller Funktion besuchen. An der Spitze Herr Bürgermeister Busch, den ich stellvertretend nennen möchte. Sie allen oder zumindest die meisten von Ihnen kennen Bayer. Als Nachbarn oder als Arbeitgeber. Und der heutige Tag gibt uns die Möglichkeit, wieder einmal mit Ihnen in den Dialog zu treten und Sie über viele Dinge zu informieren, an denen wir so arbeiten. Unser Tag der offenen Tür findet in dieser Form bereits zum 7. Mal statt. Und Initiator ist der Verband der chemischen Industrie, der seine Mitgliedsfirmen aufruft, die Werkstore zu öffnen und das Gespräch mit den Nachbarn zu suchen. Bayer war vom Anfang schon dabei und wir sind sehr stolz darauf, dass das Interesse an unserem Werke stets besonders groß war. An insgesamt 10 Standorten öffnen wir heute unsere Türen und wir sind zuversichtlich, dass wir den bisherigen Bayer-Besuchrekord, das auf 92.000 Leute steht, in alle Städte in diesem Jahr vielleicht sogar steigern können. Das Wetter ist gut und unsere Fußballer spielen heute in München. Nicht in Leverkusen. Und das also soll viele Leverkusener viel Zeit geben, auch wirklich bei Bayer vorbeizukommen heute und zu uns zu kommen. So, ich kann Ihnen versprechen, dass Sie hier rund um das Beikommen, aber auch im Camp Park viel zu sehen bekommen werden. Wir wollen Ihnen Bayer näher bringen in seiner ganzen Vielfalt und im Ideenreichtum unsere Mitarbeiter. Ihnen werden Bayer-Vereinen wie Kultur und Sport begegnen und Ihre Kinder werden viel Spaß in unserer Wissenschaft-Abenteuer-Landschaft haben. Vielleicht nicht alle Kinder, aber. Gemeinsam können Sie bei Rundfahrten und Besichtigungen einen Blick in Bayer-Betrieben werfen. Es gibt Wissenschaftsshows und interessante Gespräche mit Forschern und mit Sportlern hier auf der Bühne. Und es gibt dieses große Zelt hinter Ihnen. Wir haben es Science Dome genannt, weil wir im Welt das zeigen, wofür unsere Unternehmen stehen. Nämlich Forschung für ein besseres Leben, was wir auch auf gut Deutsch nennen, Bayer Science for a Better Life. In den Science Domes, die in ähnlicher Form auch in den anderen Standorten aufgebaut werden, geht es um die großen Themen Gesundheit, Ernährung sowie Klima und Ressourcen. Die Bayer-Forscher sind ständig auf der Suche nach neuen Produkten, die das Leben gesünder, sicherer und angenehmer machen. Einige der spannenden Geschichten aus der Forschung erzählen wir heute im Science Dome. Wir haben die Arbeit unserer Forscher auch künstlicher umgesetzt in eine
eine Bayer-Science-Show und ich lade Sie herzlich ein, jetzt die Premiere der Show mitzuerleben. So kommen Sie mit in den Science Dome, es wird sich sicher lohnen. So, herzlichen Dank, dass Sie heute gekommen sind und ich wünsche Ihnen allen ein paar schöne, unterhaltsame und hoffentlich auch interessante Stunden hier an unserem Standort. Also bis gleich in unserem Science Dome. Vielen Dank.